Ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf. Antrag der Abgeordneten Lotz, Franz, Gremmels, Löber, Müller-Schwalmstadt, Schmidt, Siebel, Warnecke, SPD und Fraktion betreffend Transparenz der FSC-Zertifizierung für den Hessischen Staatswald, Drucksache 19-3802. Er wird aufgerufen, zusammen mit Top 17, dem Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend nachhaltige Forstwirtschaft in Hessen beibehalten, Drucksache 19-4312. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Als erster Abgeordneter hat sich Kollege Lotz von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hoffe, Sie haben jetzt nicht schon teilweise in Ihrer Rede drinstehen. Denn nein, die SPD ist nicht grundsätzlich gegen eine FSC-Zertifizierung des Staatswaldes. Obwohl ich mich angesichts des Berichts in der Frankfurter Rundschau im Dezember und natürlich auch in vielen anderen Medien schon fragen muss, wie viel das Zertifikat eigentlich noch wert ist. Welchen Wert hat das FSC-Siegel für den Hessischen Staatswald, wenn in Rumänien, Russland, Afrika und Lateinamerika unter dem Logo ganze Wälder gerodet werden, Menschenrechte mit Füßen getreten und Arbeitsverletzungen an der Tagesordnung sind? Wie Sie vielleicht wissen, meine Damen und Herren, ist die SPD die einzige Fraktion, die eine Anhörung zu diesem Thema durchgeführt hat. Ich verstehe bis heute nicht, warum das Umweltministerium Hessen-Forst die Teilnahme daran untersagt hat. Aber vielleicht können Sie nachher, Frau Ministerin, ein paar Worte dazu sagen. Die Begründung, die wir am 22. März aus dem Ministerium erhalten haben, kann jedenfalls nicht der wahre Grund gewesen sein. Darin hieß es, ein Sachstandsbericht zur Einführung von FSC im Staatswald würde in den kommenden Monaten erstellt. So lange würden Vertreter des Landesbetriebes nichts zu den ökologischen und ökonomischen Auswirkungen sagen. Nun mal abgesehen davon, dass man sich fragen muss, warum keine Aussagen gemacht werden können, obwohl FSC seit einem Vierteljahrhundert besteht. Oder es gibt FSC seit einem Vierteljahrhundert. Wir wissen bis heute nicht in Hessen, was kostet uns die Zertifizierung pro Hektar meinetwegen. Die Absage mit dieser Begründung haben wir kurz vor Ostern erhalten. Meine Damen und Herren, jetzt ist es Januar 2017. Ist der Sachstandsbericht mittlerweile fertig oder muss Hessen-Forst immer noch einen Maulkorb tragen? Die SPD-Fraktion steht dazu, meine Damen und Herren. Wir begrüßen eine Zertifizierung der nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes. Wir lassen uns auch nicht nachsagen, dass wir nur Wirtschaftswald wollen. Es gibt einige Punkte der Zertifizierung, die ich noch einmal kurz gesondert ansprechen möchte. Zum einen ist es das Prinzip der Transparenz. Es tut mir leid, aber es ist offensichtlich, dass es bei diesem Punkt in Hessen irgendwie knarzt und hakt. Zum anderen sind es die Beziehungen zur lokalen Bevölkerung und der Arbeitnehmerrechte. Aber anstatt Leute einzustellen, werden bei Hessen-Forst Stellen gekürzt. Meine Damen und Herren, die Beschäftigten bei Hessen-Forst machen aus unserer Sicht einen guten Job. Wir brauchen aus unserer Sicht mehr Forstleute, um die Zertifizierung umzusetzen und weiter nachhaltig zu arbeiten.
Statt einen regionalen Mehrwert werden aber Land auf Land ab oft in den Forstämtern Subunternehmer aus Osteuropa beschäftigt. Meine Damen und Herren, das müssen wir versuchen abzustellen. Und, meine Damen und Herren, was ist mit den Stilllegungsflächen? Bei der Einweihung von Haus Lerche in Weilburg im September hat in Gegenwart von Ministerpräsident Bouffier der Forstwissenschaftler Prof. Schulze sehr überzeugend dargelegt, dass es keinen sachlichen und fachlichen Grund für Stilllegung von Waldflächen gibt. Darüber, denke ich, müssen wir offen und ehrlich diskutieren. Die Frissvogel- oder Stirb-Mentalität bringt uns hier jedenfalls nicht weiter. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Die SPD-Fraktion steht für Naturschutz, für Nachhaltigkeit, und wir wollen eine Zertifizierung. Das betone ich noch einmal. Dazu brauchen wir aber auch das notwendige Personal und keinen Personalabbau. Lassen Sie uns offen und transparent über die Zertifizierungssysteme reden. Danke schön. Danke, Herr Kollege Lotz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Lenders von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, es ist gut, dass die SPD das Thema FSC-Zertifizierung hier aufgenommen hat. Meine Damen und Herren, wenn man die Forstleute von Hessenforst oder von privaten Waldbesitzern im Land fragt, dann schlagen sie die Hände über den Kopf zusammen. Dann fragen sie, ob die Politik dieser Landesregierung noch die richtigen Weichenstellungen hat. Fachlichkeit spielt bei diesen Argumenten in der Regel überhaupt keine Rolle. FSC, meine Damen und Herren, als privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen verdient durch die Zertifizierung des Staatswaldes viel Geld. Und dabei suggerieren die GRÜNEN, dass bislang der Wald schlecht behandelt worden ist. Meine Damen und Herren, das haben wir auch an anderer Stelle. Und der Kollege Lotz hat es ja eben auch schon angesprochen, die Berichte aus der FAZ. Zertifizierung gut und schön. Aber wer zertifiziert eigentlich die Zertifizierer? Wer überprüft die eigentlich? Wer nimmt denn dort einmal die Transparenz vor? Und, meine Damen und Herren, das ist eine Aufgabe des Parlaments, zumindest dann, wenn wir mit solchen Dingen wie FSC-Zertifizierung den Betrieben, dem Landesbetrieb Hessen-Forst das Leben schwer machen. Meine Damen und Herren, und man muss ja auch wissen, dass die Zertifizierung es ja auch vorher schon gegeben hat. Wir in Hessen hatten die PEFC-Zertifizierung, und das war über Jahre hinweg stand es dafür für eine nachhaltige Bewirtschaftung. Und die CDU, meine Damen und Herren, hat das auch immer tapfer verteidigt. Sie hat es sogar in ihrem Wahlkampfveranstaltungen auch immer wieder gesagt und versprochen, mit uns wird es eine FSC-Zertifizierung nicht geben. An der Stelle ist die CDU nichts anderes als wortbrüchig geworden. Und, meine Damen und Herren, FSC, das bringt auch aus unserer Sicht überhaupt gar keinerlei Verbesserung. Wenn wir uns das einmal anschauen, Sie haben mit diesen Flächenstilllegungen, die mit der Zertifizierung notwendig sind, damit haben Sie den Kostendruck erhöht auf Hessen-Forst. Aber es hat überhaupt nicht dazu geführt, dass 1 Euro mehr an Erlösen generiert werden kann. Aber gleichzeitig soll Hessen-Forst permanent mehr zum Haushalt des Hessischen Umweltministeriums beitragen. Wie das gehen soll, meine Damen und Herren, auf der einen Seite Kosten zu erhöhen, auf der anderen Seite Erlöse werden aber nicht möglich gemacht, aber gleichzeitig mehr Geld abzuführen, das führt genau dann dazu, dass das am Ende auf den Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Nichts anderes hat die SPD und Kollege Lotz gerade Ihnen hier vorgeworfen. Meine Damen und Herren, Sie erhöhen den Druck auf andere Flächen, die dann
stärker und intensiver bewirtschaftet werden müssen. Meine Damen und Herren, fachlich gesehen darf man zumindest die Diskussion einmal führen. Beispiel Weierskopf in Steinau an der Straße. Wir haben im letzten Ausschuss ja allesamt erfahren, wir waren alle da, zumindest alle, die sich mit Forstwirtschaft auseinandersetzen. Meine Damen und Herren, da stellen wir dann mit Erstaunen fest, dass die Biodiversität im bewirtschafteten Wald sogar höher ist als in den naturbelassenen oder stillgelegten Flächen. Meine Damen und Herren, und da müssen wir doch dann zumindest einmal darüber reden, ob die Ziele, die uns vor allem die GRÜNEN immer verkaufen wollen, das ist der einzige wahre Weg. Wir müssen Flächen stilllegen, und die Bewirtschaftung, die ist des Bösen. Meine Damen und Herren, den Beweis bleiben Sie schuldig. Den Beweis bleiben Sie schuldig. Und es kann nicht sein, dass wir dann Ihnen auf solch einem Weg wie die FSC-Zertifizierung folgen, dass wir mal ohne dass wir mal kritisch hinterfragen, was machen denn diese Zertifizierer überhaupt, und das am Ende auf Beschäftigten des Landes dann ausgetragen wird. Das kann so nicht gehen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächste Rednerin hat schon Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In Ihrem Dringlichen Antrag möchte die Regierungskoalition, dass sich der Landtag bei den Beschäftigten von Hessen-Forst bedankt. Für die wichtige und gute Arbeit, die die Menschen vor Ort leisten, bedanken wir uns gerne. Aber wie sieht der Dank der Regierungskoalition aus? Er besteht aus Nullrunden für Beamtinnen und Beamten, er besteht aus Personalabbau und Arbeitsverdichtung, er besteht in einer zunehmenden Ökonomisierung des Waldes. Also ein Dankeschön, auf das die Betroffenen getrost verzichten können. Folgerichtig behandelt das Personalentwicklungskonzept 2025 der Landesregierung vor allem den Stellenabbau. 40 Stellen im höheren Dienst, 150 Stellen im gehobenen Dienst, 40 Angestelltenstellen und 16 Fortwirtschaftsstellen sind bereits gestrichen oder sollen noch bis 2025 wegfallen. Diese Stellenstreichungen können durch die 94 Forstwirtschaftsmeister, die neu eingestellt werden sollen, auch bei weitem nicht kompensiert werden. Das sogenannte Personalentwicklungskonzept ist die Fortsetzung des Stellenabbaus im Rahmen der Operation Düstere Zukunft von Roland Koch. Die hat bereits zu höherem Arbeitsdruck und das bei stetig steigendem Durchschnittsalter der Beschäftigten geführt. Es wird auch nicht genug ausgebildet, und das bei den massiven Personalabgängen, die ab 2017 zu erwarten sind. Ein großer Teil der Forstwirtinnen und Revierleitungen sind hochgradig unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen. Förster und Waldarbeiter können den gesetzlich festgeschriebenen Bildungsaufgaben und angestiegenen Anforderungen eines nachhaltigen Waldbaus kaum noch nachkommen. Das versucht die hessische Landesregierung zu kaschieren. Schönfärberei, Lobhudelei und Unterdrückung der Kritik, damit in der dokumentierten Beschlusslage des Landtags die Arbeit von Schwarz-Grün im Glanze erscheinen möge. Das ist der Zweck Ihres Antrags, der ansonsten absolut entbehrlich ist und den wir dann auch ablehnen. Zustimmen werden wir dem Antrag der SPD. Seit 2009 beantragt unsere Fraktion in jedem Haushalt, ja, weil wir ihn nicht bewusst missinterpretieren, wie Sie das tun. Wir beantragen in jedem Haushalt eine Aufstockung des Personals. Nur mit gut ausgebildetem, gut entlohnten und genügend Personal können die hohen Anforderungen des Waldbaus bewältigt werden. Das wissen die GRÜNEN eigentlich auch, doch jetzt verdrehen sie das Ganze zusammen mit der CDU immer nur in Richtung Effizienzschraube. Der Naturschutzbund Hessen hat das Land verklagt und darüber hinaus noch eine Beschwerde wegen mangelnder Umsetzung der Biodiversitätsrichtlinie bei der EU-Kommission eingebracht. Im konkreten Fall ist der NABU der Auffassung, dass im europäischen Naturschutzgebiet Laubacher Wald durch Holzeinschlag ein alter, geschlossener und moosreicher Laubbaumbestand zerstört wurde. Das hohe Alter der Bäume ist der Grund der Unterschutzstellung gewesen. Und hier darf eigentlich überhaupt kein Baum gefällt werden. Was machen Sie denn mit Ihren Siegeln? Sie machen doch ganz andere Dinge als das, was Sie aufs Papier schreiben. Die Realität hat doch nichts mit dem zu tun, was Sie hier als Apostolat vor sich hertragen. Sie schützen den Wald angeblich und beuten ihn stattdessen immer stärker aus, erhöhen den Druck auf die dort Arbeitenden und nennen das Ganze dann grüne Politik. Na, danke schön.
eine Forderung auf Umweltschadensersatz, so der NABU, sei im November 2016 vom Regierungspräsidium Gießen mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass die traditionelle Forstwirtschaft grundsätzlich keine Umweltschäden hervorrufen können. Das finde ich stark. Starken Tobak. Die Botschaft lautet hier, die Erfinder der Nachhaltigkeit können gar nicht anders als umweltverträglich wirtschaften. Wer aber die Bilder gesehen haben, die der BUND am Runden Tisch Hessisches Ried vorgelegt hat, weiß, dass Hessenforst unter dem großen ökonomischen Druck steht und der Holzeinschlag in unter Schutz gestellten Wäldern kein Einzelfall ist. Der Druck zum Holzeinschlag resultiert aus den ökonomischen Vorgaben der Landesregierung. Und die Klage zeigt, dass offenbar der Schutz von Wäldern in europäischen Schutzgebieten, selbst im Staatswald, nicht ausreichend geachtet wird. Für einen wirklich guten, flächendeckend ökologischen Waldbau ist bei Hessenforst noch viel Luft nach oben, und nicht, weil die das nicht wollen würden. Und deshalb ist die FSC-Zertifizierung wichtig. Und deshalb ist es auch richtig, sie transparent zu machen. Es geht hier nicht um Abschaffung, es geht um Transparenz. Lesen Sie den Antrag richtig und interpretieren Sie ihn nicht falsch. Ich frage mich, wie das Absenken des vorgeschriebenen Laubholzanteils auf bis zu 50 % so eine Anweisung des Umweltministeriums mit einem ökologischen Waldbau und der FSC-Zertifizierung zusammenpassen soll. Statt Buchen und Eichen dürfen Baumarten wie Douglasien gepflanzt werden, die nicht standortheimisch sind. Da passt doch vorne und hinten nichts. Auch die Europäische Kommission ist der Ansicht, dass es bei der Umsetzung des Naturschutzes im Wald offensichtlich Probleme gibt. Auch hier wurde ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Ob Wasserversalzung durch K&S, zu hohe Stickoxidwerte in den Städten, Nitrat im Grundwasser oder mangelnder Naturschutz in den Wäldern. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Von deutlicher und dauerhafter Missachtung der Umwelt- und Naturschutzgesetzgebung. Schafft die grüne Umweltministerin es nicht, Farbe zu bekennen, dann mutiert sie zum grünen Feigenblatt renditeorientierter schwarzer Wirtschaftspolitik. Und das müssen Sie sich hier sagen lassen. Danke, Frau Kollegin Schott. Als nächster Redner spricht nun Kollege Dr. Arnold von der Fraktion der CDU. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir alle wissen, dass in Hessen der Wald 42 % unserer Fläche bedeckt. Er ist ein wertvolles Gut in unserer Landesbilanz mit rund 2,4 Milliarden € bewertet. In diesem Wald arbeiten sehr viele Menschen, allein im Landesbetrieb Hessenforst über 2.500, in den kommunalen und privaten Betrieben, in der Holzindustrie etwa noch einmal die gleiche Zahl von Menschen. Ich möchte bewusst voranstellen, dass ich sehr davon überzeugt bin, dass in einem so bedeutenden Wirtschaftsbereich dies keine ideologisch bedingten Auseinandersetzungen braucht, sondern wir sollen wieder zurückkehren zur Sachlichkeit. Ich habe mir den SPD-Antrag angeschaut und durchaus festgestellt, Herr Kollege Lotz, dass es wenigstens noch ein paar Übereinstimmungen gibt. Wo ist er denn eigentlich? Da hinten. Ah ja. Wenigstens noch ein paar Übereinstimmungen gibt. Wir sind uns einig, wir wollen weiterhin eine nachhaltige und multifunktionale Forstwirtschaft. Wir sehen den Wald als wichtigen Wirtschaftsfaktor. Er ist wichtig für unsere Menschen zur Erholung, aber auch ein wichtiges Biotop für Arten und für den Umweltschutz. Ich möchte an dieser Stelle auch ausdrücklich sagen, dass wir allen Grund haben, den Beschäftigten von Hessenforst zu danken, aber auch denen in kommunalen und privaten Forstbetrieben für die fachkundige und gute Arbeit in der Bewirtschaftung dieses Waldes. Aber ich stelle auch fest, dass bis dahin die Übereinstimmung geht und dann nicht mehr. Denn Sie schreiben in Ihrem Antrag, Ziel, ich zitiere, die modernen Anforderungen an eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes mit der FSC-Zertifizierung verlangt Personal in ausreichender Zahl. Soweit richtig. Aber jetzt kommt's. Sie schreiben außerdem, deshalb sind weitere Stelleneinsparungen bei Hessenforst nicht angemessen. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe Folgendes nicht. Und vielleicht wissen das nicht alle Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ja zusammen, die forstpolitischen Sprecher, in der Landesbetriebskommission. Sie und auch Ihre Vorgänger und auch die anderen Sprecher der Fraktionen wissen sehr genau, dass Hessenforst aus sich heraus
ein Konzept entwickelt hat, nämlich das Personalkonzept 2025, um damit die Wirtschaftlichkeit, die Effizienz und auch die Qualität der Arbeit sicherzustellen. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Lotz zu? Ja, das lasse ich zu. Bitte schön. Herr Kollege Arnold, Sie wissen aber auch, wir sind in der Tat gemeinsam in der Landesbetriebskommission. Sie wissen aber auch, dass gerade in Person ich immer dem Konzept 2025 mit dem Abbau des Personals widersprochen habe in der Diskussion. Ich kann mich auch an Diskussionen erinnern, wo Sie durchaus mit Ihrem Parteikollegen Diefenbach, der ja damals der Vorsitzende war des Hauptpersonalrats von Hessen-Forst, sehr übereingestimmt haben darin, dass wir neue Chancen beispielsweise für Forstwirte hin zu Forstbetriebsmeistern entwickelt haben. Aber das sind Details, darüber wollen wir uns nicht streiten. Was ich festhalten möchte, es gibt in Hessen-Forst mit den Mitarbeitern ein Konzept, das dafür sorgt, dass zukunftsträchtig Hessen-Forst sich entwickelt und dass eben auch diese Personaleinsparungen passen in ein Gesamtkonzept. Aber den zweiten Vorwurf, den Sie der Landesregierung machen in Ihrem Antrag, den halte ich für abstrus. Sie schreiben und kritisieren die Landesregierung dafür, den Weg einer FSC-Zertifizierung intransparent und abseits der Öffentlichkeit zu gehen. Also das ist falsch, denn das pure Gegenteil ist der Fall. Wir haben CDU und die GRÜNEN in der Koalitionsvereinbarung klar festgehalten, schrittweise nach den Kriterien der FSC Deutschland zu zertifizieren. Und es steht weiterhin dort wörtlich, dabei werden wir so vorgehen, dass die ökologischen und ökonomischen Ergebnisse bei den Umsetzungsschritten berücksichtigt werden. Und genauso wird es gemacht. Bisher sind die Hälfte der hessischen Forstämter, 21 an der Zahl, in zwei Schritten zertifiziert worden. Frau Ministerin Hinz und viele andere haben sehr genau das beschrieben, was dort gemacht wurde und wer das macht und wie das eben vorangetrieben wird. Und jetzt steht die Phase der Evaluierung an, ökologisch und ökonomisch, so wie vereinbart. Und bevor weitere Forstämter in die FSC-Zertifizierung gehen sollen, so ist die Vereinbarung in der Koalition, werden die Ergebnisse dieser Zertifizierung begutachtet und angemessen berücksichtigt. Das wird in Kürze stattfinden. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich will nur Folgendes sagen. Der Inhalt Ihres Punktes 4 geht völlig ins Leere. Frau Ministerin hat den Pfad der FSC-Zertifizierung klar beschrieben. Da bitte ich also um Aufmerksamkeit. Und eines möchte ich auch deutlich sagen. Der hessische Wald ist bei dieser Koalition auch weiterhin in guten Händen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Arnold. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Feldmayer von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich hätte es mir auch, glaube ich, nie träumen lassen, dass wir hier in Hessen einmal zusammen mit der CDU FSC verteidigen müssen gegen Linke, SPD und FDP zusammen. Das muss man sich wirklich einmal merken, dass hier so etwas passiert ist. Jetzt versuche ich einmal, so die ganzen Nebelkerzen, die hier gestreut worden sind, ein bisschen zu lichten, um wieder zu dem eigenen Thema zu kommen, nämlich die FSC-Zertifizierung. Und ich glaube, da lohnt es sich auch wirklich hinzuschauen, weil FSC steht für eine umweltgerechte, sozialverträgliche und ökonomisch tragfähige Nutzung des Waldes. Und davon lassen wir uns auch nicht abbringen, trotz der wiederholten Diffamierung, die die SPD immer wieder versucht, gegen FSC vorzugehen, so wie Sie es hier wieder versucht haben, Herr Lotz. Die Naturschutzverbände haben entsprechend auch schon eine Pressemitteilung auf den Weg gegeben zu dieser wiederholten Diffamierung, die Sie gebracht haben. Vorhin sagten Sie noch, ja, wahrscheinlich wird mir jetzt wieder unterstellt werden, dass wir gegen FSC sind. Ich weiß, man konnte wirklich nicht erahnen, für was Sie wirklich sind. Sind Sie dafür? Sind Sie dagegen? Ich hatte den Eindruck gehabt, dass Sie es überhaupt nicht verstanden haben, um was es geht bei der FSC-Zertifizierung, Herr Lotz.
FSC erfreut sich einen großen Bekanntheitsgrad und wird von vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern nachgefragt. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag die schrittweise Zertifizierung des Hessischen Staatswaldes beschlossen. Die Hälfte ist bereits zertifiziert. Viele Kommunen folgen dem mit ihrem Kommunalwald. Kommunalwälder werden FSC-zertifiziert, große Kommunalwälder auch wie in Frankfurt. Das ist überhaupt kein Problem bei der Bewirtschaftung, genauso wenig wie das irgendein Problem ist hier beim Hessischen Staatswald. Das ist doch Routine, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut sind. Selbst der Leiter unseres Staatsforsts sagt, das konnten wir problemlos einführen, umsetzen. Das ist mittlerweile Routine. Also hören Sie doch bitte auf, hier so einen Popanz um dieses Siegel zu machen. Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass die Privatwaldbesitzer und die Kommunalwaldbesitzer hier auch eine Förderung bekommen von der Hessischen Landesregierung, wenn sie sich zertifizieren lassen. Bis zu 80 % der Förderungen sind da möglich. Ich glaube, das ist auch eine gute Nachricht für all diejenigen, die sich auf den Weg machen wollen, ihren Wald naturverträglich zu bewirtschaften. Es ist mir völlig unverständlich, was die SPD hier aufführt. 2008 hatten Sie noch in Ihrem Wahlprogramm drinstehen, dass Sie eine FSC-Zertifizierung des Waldes wollen. Jetzt haben wir 2017. Das ist erprobt. Fast in allen Bundesländern, wo die SPD mit an der Regierung ist, wird der Staatswald nach FSC zertifiziert. Wir haben das in unserem gemeinsamen Koalitionsvertrag gehabt. Sie hatten Pressemitteilung gehabt mit dem Thema. Und nur weil die GRÜNEN jetzt an der Regierung sind und weil wir eine Ministerin haben, die für das Thema zuständig ist, machen Sie hier so einen Aufstand, sind Sie diesen ganzen Reflexen erlegen. Das ist doch wirklich komplett durchsichtig, welches Spiel Sie hier betreiben, meine Damen und Herren. Es ist wirklich billig, und das kommt auch in der Pressemitteilung der Naturschutzverbände klar rüber, dass es hier nur um billige Oppositionsrhetorik geht und nichts anderes. Und wenn es Ihnen tatsächlich um die Beschäftigten gehen würde bei Hessenforst, um die Menschen, die tagtäglich ihre Arbeit verrichten im Wald, die Waldarbeiter, dann müssten Sie sagen, ja, wir wollen FSC, führt es noch schneller ein, und Sie wollten es nicht, würden es nicht behindern, wie Sie es mit Ihrem Antrag versuchen. Denn Sie wissen doch ganz genau, FSC steht nicht nur für ökologische Waldbewirtschaftung, es steht auch für soziale Standards, es steht auch für eine vernünftige wirtschaftliche Nutzung des Waldes. Es geht um Sozialstandards, es geht um Tarifentlohnung, es geht um Gesundheitsschutz. Warum ist denn die IG BAU, warum ist denn die IG Metall dabei bei FSC? Warum haben Sie das denn mit unterstützt, die Gründung? Genau, weil es um die Sozialstandards geht. Und wir wollen hohe ökologische und soziale Standards haben für unseren Wald, und deswegen finden wir FSC gut. Und ich muss mich wirklich auch wundern über DIE LINKE. Vielleicht haben Sie den Antrag nicht gründlich gelesen. Das kann ja möglich sein. Frau Schott ist jetzt gerade nicht da. Vielleicht haben Sie es nicht gelesen. Aber was Sie da gerade mitbeschließen, heißt, FSC-Zertifizierung wird ausgesetzt. Und auch da muss ich Sie daran erinnern, was FSC bedeutet, nämlich Sozialstandards hochhalten. Das ist doch das, was Sie immer predigen, was Sie immer wollen. Warum wollen Sie denn, dass es hier ausgesetzt wird? Das frage ich mich wirklich. Also lesen Sie noch einmal gründlich, überlegen Sie noch einmal, ob Sie da gemeinsame Sache wollen, mit FDP und SPD zusammen, gegen diese sinnvolle Zertifizierung unseres Waldes. Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen Ihrer Rede. Und ich komme zum Schluss. Vielleicht noch einen Satz zum Thema Transparenz. Nichts ist so transparent wie die Zertifizierung des Staatswaldes nach FSC. Jeder Bürger kann dort eine Eingabe machen. Jeder kann sich den Zertifizierungsprozess anschauen. Also auch da haben Sie wieder FSC diskreditiert, anstatt einfach einmal zu schauen, was es ist und was es bedeutet. Meine Damen und Herren von der SPD, Sie haben das leider nicht verstanden. Vielen Dank, Frau Kollegin Feldmayer. Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Hinz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete! Also, über manche Argumente der Opposition habe ich mich auch wieder ziemlich gewundert. Weil, wenn man so einen Antrag stellt wie die SPD und dann in eine Debatte reingeht, sollte man sich doch wenigstens vorher genau informieren, was alles in dem Umfeld dessen,
wozu man einen Antrag stellt, eigentlich alles geschehen ist, bevor man hier dann auch mit Vorhaltungen und Vorwürfen kommt. Also, FSC, die Zertifizierung, ist eine der ökologischsten, die weltweit zu haben ist. Das will ich doch einmal festhalten. Und Hessen steht hier auch nicht alleine. 8 Bundesländer haben ihren Landeswald FSC zertifiziert. 3 Länder zu großen Teilen bereits. Hessen ist dabei zu zertifizieren. In Hessen selber 27 Kommunen, davon 2 große wie Wiesbaden und Frankfurt, wo ja auch die SPD durchaus beteiligt war an den Entscheidungen. Wundert mich, dass die SPD das jetzt irgendwie so schwierig findet mit FSC. Und damit komme ich dann zur Frage, wie das eigentlich öffentlich debattiert wird und wie Ergebnisse öffentlich kommuniziert werden zu Fragen der Zertifizierung. In Hessen ist das Forstamt Dieburg als Pilotprojekt in der Nachhaltigkeitsstrategie ausgewählt worden, wurde zertifiziert, und es gibt einen Bericht dazu über die ökologischen und ökonomischen Auswirkungen. Dieser Bericht ist allen zugänglich, auch den Fraktionen. Sie haben ihn sogar zugestellt bekommen. Vielleicht sollten Sie einmal nachlesen, bevor Sie erklären, es würde alles irgendwie intransparent hinter verschlossenen Türen und warum eigentlich keiner von den Abgeordneten Bescheid weiß. Also lesen Sie doch bitte einmal den Bericht. Dann haben Sie vielleicht schon einmal eine andere Anschauung über die Frage, wie die Zertifizierung läuft. Weiter zu dem Thema Öffentlichkeit. Kein anderer Prozess der Zertifizierung eines Waldes ist so transparent wie die FSC-Zertifizierung. Denn bevor sie erfolgt, können alle Beteiligten in dem Bereich des Forstamts, in dem es stattfindet, ihre Einwendungen, Eingaben machen an den Zertifizierer, wie sie sich ihren Wald von morgen vorstellen. Das alles wird bewertet, das alles wird entweder verworfen oder begründet aufgenommen und dann in den Endbericht zur Zertifizierung aufgenommen. Und auch jeder Endbericht ist im Internet nachzulesen, und zwar unter dem Link fscdeutschland.de Waldauditberichte. Können Sie zu jedem der hessischen Forstamtsbezirke nachlesen, welche Einwendungen, welche Eingaben gemacht wurden, was warum aufgenommen wurde und warum nicht? Können Sie alles nachlesen? Öffentlicher geht es eigentlich kaum, Herr Lotz. Und deswegen wundert es mich, Lotz, und warum? Deshalb wundert es mich doch sehr, wenn Sie hier mit dem Inbrunst der Überzeugung vortragen, das sei alles völlig intransparent und überhaupt einer Veröffentlichung nicht zugänglich. Zum Weiteren. Der Kollege Arnold hat bereits den Koalitionsvertrag hier zitiert. Wir sind gerade dabei, das Evaluierungsgutachten erstellen zu lassen von einem externen Gutachter, auch nicht intern, sondern extern, damit es auch gar nicht in den Geruch kommt, dass wir hier irgendwie geschönte Ergebnisse haben wollen. Im ersten Quartal dieses Jahres wird das vorliegen, und dann wird es natürlich bewertet, diskutiert, und dann werden wir unsere Schlussfolgerungen daraus für den weiteren Zertifizierungsprozess ziehen. Hessenforst. Hessenforst, die Forstamtsleiter, hatte ich im letzten Jahr dreimal zu gemeinsamen Treffen eingeladen. Und alle haben mir bestätigt, dass es für sie überhaupt kein Problem ist, die FSC-Zertifizierung erstens durchzuführen und anschließend danach zu arbeiten, weil sie seien gut. Und deswegen müsste auch keiner Ihnen vorhalten, dass Sie so etwas nicht können. Und deswegen stelle ich mich jetzt vor, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hier im Plenum,
entgegen dem, was Sie hier erzählen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können das, weil sie qualifiziert sind, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, ich muss an die Redezeit der Fraktionen erinnern. Ja. Das Personalkonzept zu Hessen-Forst ist deshalb gemacht worden, um die Nachwuchssicherung für Hessen-Forst zu gewährleisten. Wir haben einen Einstellungskorridor. Das Ganze ist mit dem Hauptpersonalrat in Übereinstimmung erarbeitet worden, von ihm unterschrieben worden und hat das Personalräte hat 2014 den Deutschen Personalrätepreis in Bronze gewonnen. Auch von daher kann ich hier Entwarnung geben, auch für die SPD. Wir sind gut auf dem Pfad, weiterhin sowohl für den Wald als auch für Hessen-Forst einen wegweisenden Zukunftspfad zu beschreiben. Und ich würde mich freuen, wenn auch mehr Fraktionen wieder uns auf diesem Weg folgen würden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Es wurde vereinbart, dass die beiden Anträge in den Umweltausschuss überwiesen werden. Dann machen wir das so.